Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Man Eater hier bei Heisenberg Zockt. So, wir sind Teenager, Alora. Uiuiui, ja ordentlich würde ich mal sagen. Was machen wir denn hier? Können wir hier was machen? Da ist alles noch zu. Vielleicht irgendwie ein Organ dazu? Nee. Einsammeln, Massenwertung, ja. Viel kann ich hier glaube ich tatsächlich nicht machen. Ja, da sehen wir, was wir holen können. Niedertracht, die ist immer noch relativ weit unten. Weil wir immer noch keine Schiffe haben. Gut, übergeschwappt. Episode 3. Wir düsen da mal hin. Erreiche Wachstumsstadium. Ja, versuchen wir zu erreichen. Dafür müssen wir natürlich wieder fressen. Und gucken, dass wir nicht gefressen werden. Sieh dir das Log an um eine Aufgabe. Ja, das weiß ich ja. Das haben wir schon gehabt. Ich würde sagen, wir gehen mal hier hin. Dritte Höhle des Feminismus. Das wäre das aktuelle Ziel. Das können wir so lassen. Das wären 1400 Meter. Jetzt werden wir aber wahrscheinlich tatsächlich auch in Bereiche kommen. Ich gucke mal auf die Map, die wir so noch gar nicht besucht haben. Wo ist der Fisch hier? 1400 Meter müsste irgendwo hier hinten sein. Ja, wir machen einfach mal. Was gibt's Schlimmeres als ein Alligator hier unten? Ja, ich glaube nicht viel. Ich kann mich täuschen. Vielleicht wohnt Nessie ja noch hier, ich weiß es nicht. Aber ich würde sagen, also was viel Schlimmeres als tatsächlich hier mit so einem Alligator sollte uns hier unten nicht begegnen. Ja, da war der Schwanzflossenschlag, sehr schön. Oh. Ich würde dich gerne mal kurz... Na. Jetzt habe ich ihn erwischt, okay. Das bringt bei ihm aber noch nicht so viel. Aber den können wir in unserem... Ja, mit der, also bei unserer Größe können wir den einfach... Ja, snacken. So, einmal snacken den Kollegen. Und weg mit dir. So, eine Schildkröte haben wir ja auch noch. Auch die. Bisschen Wegzehrung kann nie schaden. Zerstöre das Ziel hätten wir noch. Ich möchte aber tatsächlich erstmal nach da hinten. So, weil zerstöre das Ziel. Ich sehe es kaum. Das ist wahrscheinlich... Ja, ja, was sonst? Das ist wieder ein Alligator. Nein. Dann sollen wir es nochmal testen. Wir sind fit. Wir können ja abhauen. Ich versuch's mal. Aber nicht, dass das zwei sind. Also bei zwei Alligatoren sehe ich schwarz. Ja, okay, ich sehe immer noch... Oh, ich sehe immer noch schwarz. Das klappt so nicht, okay. Oh, da ist noch einer. Oh, schön mal unten durchgeschwommen. Wir müssen erstmal wieder heile werden. Ja, wir sind halt tatsächlich immer noch erst ein Jungtier. Und eben als Jungtier allen Ernstes ein Alligator angreifen. Oh, lalalala. Aber ich muss wieder dran vorbei. Oh, wie das schon klingt. Oh, da oben ist noch mal einer, okay. So, ich nehme aber mal alles mit, was ihn nicht wehrt. Weil wir werden, glaube ich, verfolgt. Oh, hier ist Feierabend. Wels. Wels ist immer gut. So, und jetzt erstmal ein bisschen abhauen. Ja, ist wieder ruhiger. So, und jetzt finde ich tatsächlich das Ziel nicht mehr. Wo war das? Da hinten, 1000 Meter. Wir sind ja davon weggeschwommen. Ja, wir brauchen noch ein paar Wälse, um hier aus dem Teenager-Stadium zu kommen. Wahrscheinlich alles verseucht da hinten. Ich muss mal kurz die Map haben. Wie geht's hier weiter? Wir sind... Wo sind wir denn? Hier hinten. Ich muss mich ja nicht drehen. Und das Ganze ist dann... Ein schlechter Sonntag. Landmarken. Da ist ein Gitter. Bayou Krimskrams. Wo muss ich denn genau hin? Jetzt sehe ich es schon wieder nicht mehr. Hier hin? Ja, ich gehe mal dahin. Also wir gehen mal zu diesen 1000 Metern. Aber ich war genau im Prinzip in die falsche Richtung unterwegs. Oh, dankeschön. So, schnell. Gerne nochmal irgendwie ein Fischchen hier unten. Aber ist das realistisch, dass tatsächlich so ein Hai keine Chance hat gegen einen Alligator? Wahrscheinlich ja. Also wir sind ja eben, es ist halt in dem Sinn noch kein Hai, es ist ein Hai-Teenager. Jetzt bin ich wieder weiter weg. Moment.
Ja, ja, ist ja okay, Kollege. Ich finde mal wieder mein Ziel nicht. Wo muss ich denn da lang, damit ich da hinkomme? Dritte Höhle des Feminismus. Besuche die Grotte von Dead Horse Lake. Werde ich machen. Und zerstöre das Ziel, wie gesagt, das verschieben wir nochmal. Hier ist halt Feierabend. Hier, da ist Feierabend. Hier außen rum. Oh, okay, das können wir kaputt machen. Machen wir mal. Oh, okay, was war das? Das ist nur so ein Feuerding. So ein Lungenkollege. Na, wo ist er? Oh, das war der Alligator. Okay. Oh, schnell weg. Uiuiui. Als Folge von industrieller Verschmutzung und Abwasser wurde der Dead Horse Lake 1996 als Superfund-Standort ausgewiesen. So, fressen, fressen. Okay, ja, Atomkraftwerk, ich sehe dich. Mal gucken, was wir hier alles haben. Jetzt sind wir nämlich hier in einem neuen Bereich drin. Wir haben aber das noch nicht. Hier oben war aber, glaube ich, auch noch nicht. Ja, man sieht schon, das Spiel hat eine gewisse Größe hier unten. Ja, da geht es auch noch weiter. Gut. Kann ich hier nochmal kurz? Das haben wir halt tatsächlich noch nicht. Und hier kann ich auch noch nichts machen. Oh, wir sind leicht lädiert. Das sind die Spuren des Kampfes. Aber so sieht ein Hai halt aus. Oh, da ist nochmal so ein Ding. Na, wo bist du? Der greift hier heimtückisch an. Abgehauen? Ja, irgendwie von oben. Das alienartige Wesen des Hais resultiert teilweise daraus, dass er kein Skelett hat. Ich muss aufpassen. Kann es sein, dass hier die Viecher ein bisschen mutiert sind wegen dem Atomkraftwerk? Ja, immerhin der Wels schmeckt, wie so ein Wels schmeckt. Den haben wir weg. Was ist das denn hier? Okay, nee, das ist ungesund. Ich möchte es gar nicht wissen. Das hat alleine schon vom Ton her wehgetan. Ich weiß nicht, wie groß das wir schlussendlich werden. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich frage mich gerade selber. Also werden wir hier tatsächlich zum Riesenhai? Oder hat das dann irgendwann ein Ende? Hier gehe ich mal dran vorbei. Das sieht schon so ungesund blau aus, das Ding. Ja, hätte ich mitgenommen, aber extra umdrehen tue ich deswegen nicht. Haben wir hier irgendwelche Menschen? Die schmecken natürlich auch und die geben Punkte. So, wohin? Da hinten? Hier durch die Ruinen durch. Einmal runter. So, stimmt's noch? Ungefähr. Da ist eine Kiste. Oh lala, die können wir natürlich gebrauchen. Wird die bewacht? Ich hoffe mal nicht. Zufällige Mutationen sind nicht zufällig. Sie erfordern große Mengen von Mutagenen als Katalysator. Okay, Mutagen. Warum auch nicht? Wels? Ein Barracuda. Erstmal eine dreschen. Von Menschen nicht als kommerzieller Fisch genutzt. Uff. Aber Bullenhaie fressen fast alles. Boah, der ist relativ schnell, der Kollege. Habe ich ihn? Ich glaube ja. Schwimmt er noch? Doch, er schwimmt noch. Ich versuche ihn gerade zu erschlagen. Klappt nicht. Boah, dafür erwischt er uns. Jetzt habe ich ihn. Aber der hat uns tatsächlich auch noch mal ein bisschen Kraft gekostet. Nach 300 Meter. Wels, Welsalarm. Gerne, gerne mitnehmen. Hier komme ich irgendwie wieder nicht weiter. Ach, es ist doch wie zugenäht. Es ist auch kein Gitter, das ich irgendwie benutzen könnte. Da haben wir ein Gitter.
Und da müssen wir hin. Ja, wenn ich natürlich nicht durchkomme und wir kein Gitter hier haben, dann komme ich wahrscheinlich so nicht hier hin. Wie komme ich denn durch die Sachen durch? Hm. Mal auftauchen. Aha. Okay, ja, eine Schildkröte. Die können wir natürlich auch noch mitnehmen. Wo bist du? Habe ich sie? Ich glaube nicht. Aber ein Wels. Den nehmen wir noch. Weil ein bisschen hatten wir noch, ja, Probleme mit unserer Gesundheit. Jetzt sind wir wieder voll. Erforderlich ausgewachsen. Das Gitter sehe ich. Okay. Ja, da kommen wir tatsächlich noch nicht lang. Ja, das kann ich überhaupt nicht kaputt machen. Schade eigentlich, aber okay. Dann müssen wir zurückkehren, wenn wir größer sind. So viel ist es eigentlich nicht mehr. Wir müssen mal nochmal ein Viech fressen, dann würde ich unten rechts nochmal sehen. Genau. Ja, die Hälfte haben wir etwa. Da fehlt dann doch noch ein Stückchen. Okay, nochmal kurz die Map bemühen. Gitter Teenager, das könnten wir gebrauchen. Deswegen würde ich sagen, zack, markieren wir das mal. Ja, da hinten 170 Meter. Mal gucken, wo das hinführt. Das sind gleich zwei Gitter. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal eins von beiden. Ah, nicht, dass da wieder irgendwie gleich ein Dingens kommt. Ich beiße schon mal. Ein Krokodil, ein Alligator. Hier ist noch ein Wels drin, echt jetzt? Oder ist der da vorne? Da ist noch ein Barracuda. Habe ich mal in echt gesehen. Das sind schon ganz krasse Tiere. Mit ihren Zähnen. Die sehen wirklich ganz, ganz krass aus. Da ist Kollege Barracuda. Ich versuche mal den Schwanzflossenschlag. Das Maiweibchen betäubt seinen Gegner mit einem Schwanzhieb. Habe ich betäubt? Nein, noch nicht. Ah doch, guck mal, da schläft er. Erwischt habe ich ihn, dafür beiße ich jetzt daneben. Ich würde gerne nochmal schlagen. So, jetzt habe ich ihn, glaube ich. Jetzt ist Ruhe. Wo geht's denn hier hin? Ich glaube, ich verschwimme mich. Kann man sich verschwimmen? Ich? Ja, das geht schon. Okay, gruselige Gegend. Oh, Alligator! Oh, Alligator! Oh, oh! Schnell weg. Das ist nicht schnell weg. Das ist irgendwie verstecken und dann gefunden werden. Ich düse mal nochmal zurück. Oder ich hoffe zumindest, dass es zurück ist. Ja, weit verzweigt das Ganze. Das sind nochmal Röhren. Okay, ja, Moment. Da ist noch was markiert. Das ist das andere Tor. Den Barracuda hätte ich noch gern. Ich erwische ihn nicht. Oh, das ist der Alligator. Oh, den erwische ich. Sag mal, auf beiden Seiten so ein Viech? Allen Ernstes jetzt? Barracuda, ja, den können wir. Den kriegen wir, je nachdem. Lebewesen mit Albinismus leiden oft unter Sehstörungen und Aha. sind sehr lichtempfindlich. Okay, ein Albino. Das ist auch nicht schlecht. Dass es das bei Fischen auch gibt, wusste ich gar nicht. Irgendwas schnappt nach mir. Ist hier wieder irgendwo... Ne, das sind halt zwei. So, ich habe nochmal eine gelangt. Ist das ein anderer Hai? Nee. Lebe ich noch? Oh, allzu sehr nicht mehr. Ich würde sagen, wir lassen das mit den beiden. Wir schnappen uns erstmal einen Wels, weil man sieht dort, das hätte kein gutes Ende genommen. Gegen zwei sind wir wahrscheinlich aber noch nicht wirklich gerüstet. Verfolgen die mich? Wenn es nur einer ist, okay, aber nicht zwei. Mit zwei wird es schwierig. Cool, so durch die Röhren durch, das macht Spaß, wenn man dann nicht weiß, was hinten ist. Oh, okay.
Der Bullenhai ist bekannt als gefräßiger, doch wenig anspruchsvoller Esser. Hm? Röhren tauchen. Wir bräuchten aber nochmal einen Wels oder so, weil wir sind immer noch nicht ganz wiederhergestellt. Apropos. Oder ein Zackenbarsch, der tut es natürlich fürs Erste auch. So, und schon sind wir wieder heile. Ich höre wieder ein Geräusch. Aha. Okay, wenn es wirklich nur einer ist. Wo bist du? Orientierungsschwierigkeiten. Ich schnapp mir mal einen Wels. Nee, doch nicht. Ruf. Der ist aggressiv, der Kollege. Sag mal. Ich wollte ihn drehen. Beziehungsweise schlagen. Ich krieg den nicht gewuppt. Oh, da sieht man schon. Das wird schwierig. Daneben geschlagen. So, jetzt. Ich glaube, ich habe ihn erwischt. Nee, da ist doch noch was. Aufpassen, nicht, dass es mich dann hier tatsächlich noch erwischt. Jetzt habe ich ihn aber. Okay, da unten liegt er. Einen kleinen Happen. Wow. Okay, mundgerecht oder ja doch mundgerecht verteilt. Das hat schon mal geschmeckt. Liegt da noch was? Nicht, dass ich was übrig lasse. Ja, Reifen, die brauchen wir aber nicht. Sonst noch ein Fischchen hier. Würde ich glatt noch mitnehmen. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Da ist ein Wels. Den brauche ich. Dankeschön. Weil der Kampf, der hat uns tatsächlich Kräfte gekostet. Man sieht aber, ja, jetzt sind wir eigentlich wieder relativ heile. Machen wir mal noch ein bisschen was auf Vorrat. So, und viel fehlt nicht, weil wir so aus dem Teenager-Alter raus sind, würde ich sagen. Kurz die Map betrachten. Hier unten sind wir. Okay, da hätten wir noch einen Nährstoffspeicher. Den haben wir aber tatsächlich schon weg. Ja, ich weiß nicht, wo es hingeht. Wir schwimmen einfach mal. Es geht nach Westen. Wahrscheinlich zum x-ten Mal durch diese Röhre durch. Und ich habe jedes Mal das Gefühl, das ist wieder eine neue Gegend. Oh, eine Kiste. Müsste dann aber tatsächlich was Neues sein. Beim Herumreisen werden wir ständig erinnert, wie die Einmischung des Menschen das fragile Gleichgewicht der Meereswelt durcheinander bringt. Ja, das sind wieder zwei. Das würde ich eigentlich gerne lassen, wenn es irgendwie geht. Für den Moment zumindest. Wir sind kurz davor, erwachsen zu werden. Also ich nehme mal an, nach dem Teenager-Stadium kommt dann das Erwachsenwerden. Das sind halt schon. Haben spezielle Geschmacksknospen auf ihrem Körper verteilt. Daher wissen sie, dass du derjenige bist, der ins Wasser gepinkelt hat. das sind schon hartnäckige Teile, aber das sind dann eben auch natürlich ein bisschen krassere Kämpfe, als einfach, dass man eine Schildkröte frisst. Das ist natürlich auch. Im Prinzip bräuchten wir hier eine Granate, wenn wir zwei solche haben, aber ich glaube, Haie haben keine Granaten. Wir sind eigentlich noch völlig fit, deswegen greife ich weiter an. Okay, den haben wir in kleine handliche Stückchen zerlegt. Oh, aber der Kollege ist noch da. Wo bist du? Erwische ihn nicht. Aber so erwische ich ihn. Und dann haben wir da auch kleine handliche Stücke draus gemacht. Sehr schön. Jetzt müsste man hier natürlich noch ein bisschen was auf Vorrat eigentlich mitnehmen können. Oh, da fehlt nicht mehr viel. Das müssen wir doch jetzt noch hinkriegen. Haben wir hier noch jemanden? Wels. Ne, da ist die Wand. Wo war denn der Wels gerade nochmal? Da kann ich aber nicht durch. Schade. Nee, das geht nicht. Da oben ist der Wels. So, da fehlt nicht mehr viel. Das müssen wir da irgendwie hinkriegen. Ich will mal nochmal zurück. Ich möchte sehen noch, was die nächste Stufe ist.
Definitiv. Und wie wir dann aussehen, das wäre natürlich auch noch interessant. Weiter, weiter Weg. Na, Fischchen? Kein Fischchen? Nicht, dass wir jetzt tatsächlich hier bei diesem Stadium stehen bleiben. Zackenbarsch. Okay, hier kommen wir dann in den Bereich, wo immerhin ein paar Fische sind. Oh, das ist schon wieder ein Barracuda. Der ist dermaßen schnell. Da ist noch eine Kiste. Aber die kann ich nicht öffnen, wenn hier der Barracuda noch rumschwimmt. Ich komme nicht dazu, den zu schlagen, weil er einfach tatsächlich zu schnell ist. Die Form der Barracudas könnte man als richtig rohrförmig beschreiben. Das ist schrecklich. Wer das geschrieben hat, der sollte sich da. So, haben wir. Jetzt liegt hier unten aber noch eine Kiste. Die werde ich natürlich auch noch mitnehmen. Zack. Der Hai, vom Appetit angetrieben, verfolgt sein einziges Ziel. Zu fressen und sich zu entwickeln. Okay, wir sind auf Level 5. Da, aber wir sind immer noch Teenager. Das dauert wohl noch ein Momentchen, bis man hier ein bisschen älter wird. Ist aber in Ordnung. Hier haben wir immer noch nichts. Gut. Ja, aber wir sehen tatsächlich so aus, als wären wir auch schon mal einem Alligator begegnet. Das kann ich bestätigen. Gut, liebe Freunde, das war's mit Man Eater. Es ist mir ein bisschen zu repetitiv, muss ich sagen. Das Spiel macht Spaß, man skillt, macht und tut, das ist schon cool. Aber es ist halt doch immer fressen, machen, tun, fressen, rühren, fressen, machen. Von daher, ich denke jetzt die 4 Folgen, die reichen mal fürs Erste. Vielleicht kram ich es nochmal hervor. Aber ja, lasst uns mal gucken. Danke fürs Zusehen, hoffe, hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns hoffentlich in einem anderen Video wieder. Macht's gut, bis dann, bye bye.